Da sind wir auch wieder. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei City Skylines. Wir werden natürlich weitermachen mit unseren einzigartigen Gebäuden, damit wir nach und nach die Monumente kriegen. Das Hadron-Collier haben wir ja. Deswegen werde ich jetzt noch einmal kurz abchecken, wo noch Schulen stehen. Hier ist noch eine Grundschule, die muss aus. Wie gesagt, ich werde die Gebäude wahrscheinlich später alle wegreißen. Bin bloß nicht hundertprozentig sicher, ob das wirklich gut geht, wenn ich sie wegreiße. Deswegen werde ich sie erstmal nur nach und nach deaktivieren. Wieso war hier jetzt eine Welle des Entsetzens, weil ich die Schule ausgemacht habe? Nee. Wahrscheinlich wird ja irgendeine Mannschaft verloren. Das kommt ja mal vor. Jetzt habe ich im Blick vergessen, wo die Schule war. Da. Aus damit. Nö, durch die Schule kommt keine Welle des Entsetzens. Nur die Schule selber ist enttäuscht. Tja, wir haben jetzt Lehrer im Hadron-Collier. Euch brauchen wir nicht mehr. Ihr seid arbeitslos. Gut, da. Wir haben aber so viele Schulen, Alter. Wirklich so viele Schulen. Gut, die kosten jetzt nicht viel. 200 die Woche, so eine Grundschule. Aber wenn das summiert sich halt auf der Menge. Wenn ich die alle ausmache, sparen wir definitiv ein bisschen Geld dadurch. Und das Hadron-Collier kostet auch eine ganze Ecke. Hätte ich ja nicht mal gucken, was das kostet. Aber wir holen das Geld wahrscheinlich wieder raus. Ah, 9600 die Woche. Wenn wir die ganzen Universitäten nicht, aber wenn wir die ganzen Oberschulen mit ausmachen. Weil die sind, glaube ich, wesentlich teurer als eine Grundschule. Da ist noch eine. So. Oh, wir haben ja echt so viele. Da ist noch eine. Die kommen jetzt nach und nach alle aus. Ich muss bloß leider nachgucken. Geht das denn nicht einfacher? Warte mal, wenn ich hier auf Bildung gehe, müsst ihr mir das doch dauerhaft anzeigen, ja? Ja. So kann ich sie auch anklicken. Genau. Dann bräuchte ich das nicht jedes Mal an- und ausmachen. Wäre einfacher, ehrlich gesagt. So, da dann nochmal. Hier ist denn noch eine. Die kommen jetzt erstmal alle aus die Grundschulen. War zumindest ein paar kleine Peanuts. Das gleiche machen wir dann gleich nochmal mit den Oberschulen. Drum Oberschulen haben wir aber nicht ganz so viele. Die kommt aus. Die natürlich auch. Genauso wie diese hier. Geht sogar auf Null zurück, wenn man sie ausmacht. Das ist schön. Wirklichkeit verursacht ein Schulgebäude ja auch Kosten, wenn es nicht benutzt wird. Halt Unterhaltskosten, aber hier im Spiel ist es anscheinend nicht so. Ich glaube, das waren alle. Das hier ist das Hadron-Collier, das sollte anbleiben. Jo. Oberschulen haben wir auch. Uni dürfte das Hadron-Collier nicht angezeigt werden, ne? Doch, wenn es trotzdem, aber Uni habe ich ja deaktiviert. Gut, dann kümmern wir uns jetzt um die Oberschulen. Wieso habe ich eigentlich so viele Tote? Das Gesundheitsbudget ist doch hoch. So, die Oberschule kommt aus. Ich habe das Gesundheitsbudget doch gar nicht runtergedreht. Die kommt aus. Die kommt natürlich auch aus. Gut, die haben schon 700 die Woche, schon ein bisschen mehr. Das spart schon ein bisschen Geld. So. Hier haben wir noch Oberschulen. Dieses Hadron-Collier kümmert sich anscheinend echt um die ganze Stadt. Wir haben zwar dann keine Abdeckung mehr in den Straßen. Aber das ist ja wurscht. Weil ohne Anzeige kümmert sich das anscheinend um die komplette Stadt. So, haben wir noch irgendwo welche? Ja, hier. Da ist noch eine. Wunderbar. Das waren auch alle, ne? Hier ist keine. Das ist das Hadron-Collier. Hier unten sind noch welche. Okay. Dich einmal aus, mein Freund. Dich einmal aus, mein Freund. Dann müsst ihr gleich auch nochmal nach den Friedhofen gucken. Ob die sich inzwischen mal ganz gut gefüllt haben. Ich hoffe es. Ich meine, wir haben ja überall Tote in der Stadt. Und das Gesundheitsbudget habe ich nicht runtergedreht. Also müssten sie die Toten eigentlich auch abholen. Da ist noch eine. Ich habe lediglich ausgestellt, dass die Friedhöfe ausgeleert werden, damit sie sich auch füllen. Kann man auch mal schnell laufen lassen. Da geht es sowieso ein bisschen schneller. Furchtbar, dass es immer langsamer wird. Hier ist noch eine Oberschule. Ja, das spart definitiv etwas Geld. So, da sind noch welche. Ich mag die Monumente. Ich meine, ja gut, das ist die Uni. Die hat Attraktivität, genau wie die. Oberschule. Aber die Monumente sind halt auch extrem OP, wie jetzt zum Beispiel die Schule ist. Eine Schule für die gesamte Stadt. Das ist klar, dass man dafür einiges tun muss. So leicht soll man die auch nicht kriegen. Aber wenn man sie hat, dann sind sie schon sehr OP.
So, wir haben jetzt genau 1 Million. Das macht das Hadron-Collier. Berechtigt sind 0. Da sind berechtigt 285, auch 1 Million. Universität sind berechtigt 8000. Ja, gut. Funktioniert, also mehr als genug Platz drin. Wunderbar. Kriminalitätsrate sollte wieder normal sein. Dann gucke ich einmal kurz bei Gesundheitswesen. Gesundheitsverfügbarkeit, ja. Kranke Bürger 0. Was ist denn los mit dem Bestattungswesen? Friedhofsauslastung 62%. Klar, die sollen aber steigen. Aber Krematorien arbeiten ja auch, also müsste eigentlich alles... Alles tutti frutti klappen. Ja, jetzt sind die Toten auch weg. Da hatte ich ja nichts runtergedreht. Dann gucke ich das nochmal gut nach. Die hat denn wir... Hier hatten wir einen Friedhof. Ah, die Mod ist auch noch aus, Gott sei Dank. 2473, ja, das ist halt... Das dauert halt. Zumindest sind wir 57.000 im Plus. Das spart ein bisschen Geld. Bewohnerzahl ist auf 130.000 gestiegen. Was will man mehr? So kommen wir doch so langsam mal voran mit der Stadt. Wir wollten mal kurz ein paar Stadtteile gucken, sagte ich in der letzten Folge schon. Dachte ich mir, ich habe den Bereich hier nämlich vergessen, mit rüber zu ziehen. Das machen wir mal. Einmal kurz, so. Was ist das hier? Normales Büro, Geschäftsviertel oder was ist das? Ah, normale Geschäfte, die sind aber glaube ich da mit drin, ja. Das ist ein Büro, ne? Da wollte ich aber auch ein normal Büro lassen. Ich meine, man kann das trotzdem anpinseln, werde ich auch einmal tun. Aber ich werde das jetzt nicht zu diesem IT-Bürogebiet machen, sondern einfach nur wegen Richtlinien. Es ist bloß nicht so einfach. Muss man auf den kleineren Pinsel gehen. Wenn hier noch Gebiete nebenan grenzen, die richtigen Gebäude mitzukriegen. So. Schon mal gar nicht, wenn er auf die Idee kommt, mittendrin zu speichern. Wie eben gerade. So. Das Gebiet soll ja extra bleiben. Ich hoffe, das ist auch noch extra. Bin mir da gerade nicht mehr so sicher. Das sollte ja eigentlich mit dem hier verbunden sein. Ist hoffentlich auch noch. Bin mir da nicht so sicher, ob dieses Weiße noch zum Gebiet zählt oder einfach nur eine Grenze ist ohne Aussage. So. Müsste jetzt aber wieder verbunden sein. Gut. Sind auch Gebäude mit... Hier hatten wir ja diese biologische... Genau. Und dann kann ich hier nämlich bei einem Halbmondplatz mich einstellen. Na, vorgestellt ist ein Deal nicht unbedingt. Funktioniert ja eh nicht. Ich wollte... Na, geh doch mal aus da. So, wir haben hier drinnen Bürogebiete und Geschäfte. Geschäfte? Das war doch nur Büro. Ah, ich habe die Ecke damit drin. Okay, das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Und zwar wollte ich ja das Halbmondplatz bei der Richtlinie was gucken. Erstmal Stromverbrauch. Gut, das brauchen wir jetzt nicht. Wasser brauchen wir dann. Haustierverbot, Recycling. Das sind Bürogebiete. Die Schule ist aus. Nein, Zusatzisolierung. Hubschrauberpriorität, lieber mit der Fähre. Pädagogische Zeppeline. Plastikrecycling, mehr Parkpflege. Das brauchen wir hier eigentlich nicht so unbedingt. Besteuerung. Steuererhöhung für dicht besiedelte Gewerbegebiete. Höhere Einstellung des Steuersatzes für dicht besiedeltes Gewerbegebiet. Erhöht den Steuersatz um 2%. Ob das so gut kommt? Das wage ich zu bezweifeln. Im Moment sind wir ja auch sehr gut im Plus, ehrlich gesagt. Haben wir hier noch... Enthusiast für Kleinunternehmen. Vergünstigung für Kleinunternehmen. Gebäude in gering besiedelten Gewerbegebieten verdoppeln ihre Verkäufe. Unterhalt 2 pro Gebäude. Gut, wir haben hier aber eher Großunternehmen. Könnte man ja mal probieren. Das sind Industrieflächen. Hightech-Häuser brauchen wir hier nicht. Hochhausverbot auch nicht. Verbot für Stadt. Fahrradfahren. Nicht mit mir. Was ist das? Kein lauter Lärm in der Nacht. Achso. Altstadt, in diesem Gebiet können nur Anwohner und Geschäfte Motorfahrzeuge benutzen. Ah, Blitzableiter, VIP-Gebiet war... Sämtliche Schutzräume im Richtlinienbereich sind ausschließlich den Bürgern vorbehalten. Schnelle Erholung, das ist alles wegen den Katastrophen. Elektrokutschen, jeder Autobesitzer im Richtlinienbereich muss zu einem Elektroauto wechseln. Warum sollte ich das tun? Abgrenzte Industriegebäude müssen ihren Müll filtern, sodass sie den Boden deutlich weniger verschmutzen. Ah...
Verbindungen steigern. Ausgehende Verbindungen können mehr Fahrzeuge mit Touristen aufnehmen, wodurch die Anzahl der Besucher in der Stadt erhöht wird. Ja gut, das bringt mir nicht viel im Bürogebiet. Die Arbeitergewerkschaft ist in der Stadt stark vertreten. Sie sorgt für bessere Gehälter und erhöht die Moral, verringert aber zugleich die Steuereinnahmen. Nix ist. Industrie 4.0. Neue Technologien verändern den Personalbedarf in der Industrie. Alle Industrienarbeitsplätze sind für hoch und gut gebildete Arbeiter. Um 50% erhöhter Produktionsausstoß. Um 30% verringerte Arbeitsplätze. Nee. Delfinsicherer Fischfang. Ah, das bringt uns hier auch nichts. Der lokale Fliegergut. Club beginnt mit der Organisation von Rundflügen, erhöht die Fluganzahl des Gebäudes, die Attraktivität und den Gesundheitswert der Stadt. Erhöht die Lärmbelästigung durch das Gebäude um 50%. Ah, ich weiß nicht, für Büro ist hier nicht wirklich was. Hm? Ah gut, ich lasse es erstmal so. Aber ich wollte mal so in die Richtlinie gucken, und zwar das mit dem... Die Ideen erhöhe. Ich probiere es einfach mal. Dass jetzt so gut kommt. Weil der Flugplatz ist ja hier. Der Fliegerclub. Hier wohnen Leute. Ob das so gut geht? Wie sieht's denn aus mit der Lärmbelästigung? Lärm. Gut, hier ist wieso extrem. Aber betrifft zum Glück nicht so die Gebäude. Das ist hier Tourismus. Das hier ist ja Gewerbe. Da ist ein bisschen Gewerbe. Ah, muss man abwarten. Notfalls können sie ja zum Onkel Doc oder sterben. Dann kriegen wir zumindest unsere Friedhöfe voll. Eins nach dem anderen. So, wir haben auch, warum auch immer, wahrscheinlich, weil wir so viele Leute dazu gekriegt haben, gerade eine riesen Industrienachfrage. Ah, wir haben sehr viele Arbeitslose. Aber da fällt mir gerade was ein. Erstens, gehen sie denn zumindest mal in den Campus? Wir haben ja immer noch die Richtlinie aktiv, dass sie den Campus der Arbeit vorziehen. Zweitens, brauchen wir sowieso für irgendwas eine Arbeitslosenzahl, ne? Warte mal. Den brauchen wir durchschnittliche Gesundheit unter 20%. Und den war Industriegebiet mit 10.000 Quadratmeter. Wir müssen eh noch Industrie bauen. Aber irgendwo war das mit der Arbeitslosenzahl. Drei Instanzen vom Friedhof. Da sind wir ja immer noch bei. Selbstversorgende. Wie hat denn das irgendwo? Das war Tsunami erleben. Landwirtschaftsspezialisierung. Das waren die Zeitsignale. Ja. Hier war das denn Bürogebiet mit 10.000 Quadratmetern. Polizeihubschrauberdepot. 5.000 Meter Wandertouren. Die habe ich noch nie gebaut. Da muss ich gleich mal gucken. Ja, 20.000 Quadratmeter mit Geschäften. Da müssen wir nicht nur noch eine Uni bauen. Arbeitslosenquote über 50%. Hier war das. Das Unterdrückungsbüro. Die haben wir auf 17%. Ich werde erstmal keine Industrie bauen, auch wenn wir eine riesen Nachfrage haben. Wir müssen die Leute irgendwie... Wir müssen die halbe Stadt arbeitslos kriegen. Aber das werden wir wohin kriegen. Aber dass die Friedhöfe sich so extrem langsam füllen, ne, das ist schon... Er füllt sich aber wirklich sehr, sehr langsam. Aber irgendwann haben wir sie voll. Ist nur eine Frage der Zeit. Zumindest nehmen wir gerade richtig gut Kohle ein. Was will man mehr? Und ja, ihr hattet ja auch geschrieben, es gibt eine Mod, wo ich die Ölfläche hier mit aktiviert. Die Mod habe ich sogar bloß gerade deaktiviert. Den werde ich demnächst mal anmachen. Dann werde ich hier das Ölgebiet ein bisschen vergrößern. Damit wir das hier mal weiter ausbauen können für die einzigartigen Fabriken. Das war hier, ne? Das Ölgebiet ist ja nicht gerade doll. Das werde ich ein bisschen vergrößern. Ah, ich würde ja schon gerne, aber... Nein. Ich würde auch gerne den Eiffelturm in die Stadt bauen. Die Frage ist, der macht ja schon wirklich sehr viel Lärm. Guckt euch mal den Lärmbereich an, Alter. Den muss man schon irgendwo extra hinstellen. Weil der hier, Alter, der hat einen riesen Lärmbereich. Den kann ich nicht mitten in die Stadt zimmern. Das funktioniert nicht. Die Frage ist nur, wohin? Hier so rein, hier so eine kleine Nebenstraße. Quasi als Andenken. Oh, selbst da trifft er die Leute. Das ist schon pervers. Also, der ist schon übertrieben. Der Tempelkomplex, ah, der macht nicht so viel Lärm. Aber wir haben ja schon so viel, aber ich wüsste im Moment auch nicht, wohin. So, bauen wir ihn einfach damit neben. Haben wir hier zwar drei einzigartige Gebäude nebeneinander, das ist quasi die Touristenstraße hier. Oh, der sieht schon nice aus. Naja, sind hier halt die Shaolin-Meister, die ein paar Leute verprügeln. Die Campusse kriegen garantiert im Moment Zuwachs wegen der hohen Arbeitslosenzahl.
Was? Im Gegenteil. Alter, der verliert zwei Stufen. Wo sind die Studenten alle geblieben? Die Attraktivität ist hoch wie vor. Ich habe doch im Hadron-Collier Unis ausgemacht, oder nicht? Wo ist denn das nochmal? Da. Ja. Uni-Boost deaktivieren. Ist aus. Wo sind denn unsere Studenten geblieben? Berechtigt 5520. Okay, ja gut, die sind alle ausgebildet und suchen jetzt Arbeit, ne? Wir brauchen mehr Nachwuchs. Im Moment haben wir auch relativ viele Tote, aber wir haben mehr Geburten. Arbeitslose 21%. Ja, gut, im Moment sind die meisten halt leider erstmal fertig mit ihrer Schulbildung. Problem ist, wenn ich jetzt Geschäfte baue, haben wir ja auch Nachfrage. Das sind auch Arbeitsplätze. Deswegen werden wir uns erstmal weiter hier rumkümmern. Bauen Sie Geschäftspark. Ja, da sind wir bei. Platz der Toten sind wir ebenfalls bei. Krankenhausplatz sind wir bei. Katastrophengedenkstätte. Und dafür brauchen wir einen Tsunami. Und hier brauchen wir den Vogel- und Bienenpark. Da können wir uns ja auch mal drum kümmern. Der Vogel- und Bienenpark, der war hier, ja, hier auf jeden Fall nicht. Das ist er. Ah, 5000 Quadrate mit selbstversorgender Gebäude speziell gebaut. Okay, dafür brauchen wir neue Bewohner. Das ist natürlich schwierig. Neue Bewohner kriegen wir aktuell nicht in die Stadt, weil null Nachfrage herrscht wegen der Arbeitslosenzahl. Ah, das ist alles nicht so einfach. Was bringt eigentlich Lordship weg? Touristen, ne? Kann man sich auch drum kümmern. Dann müssen wir erstmal den Uhrenturm bauen. Dafür brauchten wir, glaube ich, das meine ich noch, meine, die Sightseeing-Buße, ne? Ja. Depot für Sightseeing-Buße. Da kann man ja mal gucken. Touren. Depot für Sightseeing-Buße, das ist er ja. Heißballluftlungen-Touren. Ja, der will natürlich die großen Touristenmagnete. Das ist das Silberne hier anfahren. Das Problem ist, die verursachen ganz schön viel Gästen da, oder? Das hatten wir schon mal. Das möchte ich sie eigentlich ungern in der Stadt haben. Und wenn, naja, das Depot sollte man vielleicht extra bauen. Geht das hier an die Straße? Hier dürfte es keinen stören. Und dann kann man Sightseeing-Buslinien machen. Bevor ich das jetzt aber mache, ich drücke einmal kurz Pause. Weil erstens braucht das Gebäude, glaube ich, Strom, ja. So. Und zweitens, ja, natürlich Linien. Will ich gucken, ob der hier schon gezählt hat? Ja. Dann baue ich mich noch einmal den Uhrenturm. Problem ist, ich hatte schon mal in einer anderen Stadt, in der ersten Staffel, diese Sightseeing-Buße, habe die verschiedenen Touristenpunkte angefahren. Die bleiben ja einfach mitten auf der Straße stehen und warten, bis Touristen kommen. Und wenn sie da 5 Tage stehen und verursachen riesen Verkehrsstaus, das will ich so ungern haben. Der Uhrenturm, ja, wir haben schon überall so extrem viel stehen. Nicht in Jemen hin, sondern ich meine, ah, der ist relativ klein, oder? Kann man vielleicht hier mal was zwischenzimmern, wo schon noch so wenig steht? Ah, hier passt er nicht, ne? Schade, schade. Aber hier wird er passen. Gut, dann baue ich ihn hier hin. Der ist ja wirklich klein, der Uhrenturm. Ja. Gut, dann lass es einmal weiterlaufen. Weil der Uhrenturm war bestimmt nicht das Einzige. Nein. Die alte Marktstraße zum Beispiel noch. Da gucke ich sofort. Ich will nur einmal Gürze hier im... Wo hatte ich denn jetzt hingebaut? Die Sightseeing-Buße. Ich werde es nochmal probieren. Wandertour und Sehenswürdigkeiten. Sightseeing-Buße. Aber weil sie halt diese Probleme verursachen. Müssen sie den quasi einmal hier halten lassen? Wie würden sie denn anfangen? Tja, das ist halt ein Problem hier. Die wollen ja schon gern zu den Touristenmagneten, ne? Der Freizeitparkeingang war der hier, ne? Deswegen haben wir da auch die U-Bahn. Ah, ich kann in einer normalen Haltestelle nicht halten lassen. Ich werde es mal hier probieren. Und dann... Gut, man kann ja auch mehrere Sightseeing-Linien machen. So ist das nicht.
Hier ist noch ein Touristenmagnet, dann lasse ich ihn da einmal halten. Und hier quasi wieder zurückfahren, wenn es geht. Wo wird er denn langfahren? Da wird dann hier vorbeifahren, da unten umdrehen, okay. Dann kann man ihn hier an dem Park einmal halten lassen und dann zurück, wa? Dann dreht er da immer noch um, oder? Jo. Dann probiere ich das mal so. Dann habe ich sie zumindest. Und diese Wandertouren, ich weiß gar nicht. Platzieren Sie Sehenswürdigkeiten, um eine Wandertour zu erstellen. Touristen durch Gebiete mit hohem Anreiz ziehen mehr Touristen an. Die Sehenswürdigkeiten müssen eine kreisförmige Linie bieten. Was für Fußgänger, ne? Oder? Ich weiß es gar nicht. Probier es einfach mal. Ich glaube ja, das ist auf den Gehwegen. Ah, dann könnte man ja hier nochmal halten lassen. Das ist eine Sehenswürdigkeit. Dann können Sie vielleicht das nochmal mitnehmen. Und vielleicht nochmal ein Stück zurück zu dem da. Das sind ja zum Glück nur Fußgänger. So. Denn vielleicht da nochmal hin. Oh Gott, das ist ja ein riesen Wanderweg. Aber wie heißt das so schön? Das Wandern ist des Mülles Lust. Da nochmal hin. Lass ich sie hier nochmal hinlatschen. Jo, das sind echt Fußgänger. Können Sie... Ah, die gehen aber auch die Gehwege dazwischen durch. Sehr schön. Können Sie gerne hier nochmal hin? Dann können Sie hier nochmal Looky Looky machen. Da nochmal Looky Looky. Und dann würde ich sagen, erstmal hier hin. Sind zwar keine 5000 Meter, wieso will er da nicht ran? Linie ist zu lang. Willst du mich veralbern? Jetzt sind sie auch noch lauffaul. Also. Gut, und wenn ich sie hier zurückwandern lasse. Aber hier vorbei geht doch wohl, oder? Und hier irgendwie zwischendurch komme ich nicht, oder? Ah, die würden dann hier zurücklaufen. Komme ich denn von hier da ran? Die würden dann quasi hier noch einmal halten und dann da ran. Geht das? Linie ist zu lang. Oh, das ist doch keine lange Tour. Die sind lauffaul. Die laufen auch sonst gerne. Naja. Gucken wir mal, ob es benutzt wird. Das werden wir später sehen. Unsere Arbeitslosenzahl ist inzwischen garantiert sehr gut gestiegen. Ich hoffe es zumindest. Ah, 27%. Naja, wir brauchen 50%. Die Wandertouren jetzt wirklich benutzt werden, weiß ich nicht. Werden wir sehen. So, wir kümmern uns jetzt erstmal hier weiter. Wo waren das jetzt? Genau, Vogel- und Bienenpark. Und die alte Marktstraße wollte ich gucken. Genau. Die hatte ich mir schon gesehen. Ich weiß bloß nicht, ob wir die frei hatten. Das war die, ne? Ja. 5000 Meter Wandertouren. Ich habe doch gerade Wandertouren gebaut. Wieso steht das Ding auf Null? Oder müssen die Dinger wirklich erstmal benutzt werden? Linien übersehe ich. Haltestellen 9, Passagiere 0. Zumindest interessiert sich da im Moment kein Schwein für. Diese Wandertour ist sehr lang. Anreiz 1700... Ah. Die wollen echt nur kurze Wege. Die sind selber so ein Foul hier in der Stadt. Ändert ja nichts daran, dass das im Moment keiner macht. Linienlänge 4,8 Kilometer. 5 brauchen wir, glaube ich, ne? Müssen sie echt benutzt werden? Ich finde den Anreiz jetzt aber allerdings sehr hoch. Warum nutzt das denn keiner? Ich habe keine Ahnung. Und erzählt das echt nicht? Nur, weil da keiner langläuft? Doch, jetzt hat das gezählt. Hat eine Weile gedauert. Wir brauchen definitiv noch eine zweite Wandertour. Da führt kein Weg dran vorbei. Dann machen wir mal eine kürzere. Wo haben wir es denn jetzt? Das Stampafikir, ne? Wandertouren, genau. Dann machen wir noch eine zweite, kurze Wandertour. Hier so ein bisschen lang, würde ich sagen. Hier so angefangen. Vielleicht da noch hin. Und vielleicht den da noch mit.
Und dann schon wieder zurück? Weiß gar nicht, ob das lang genug ist. Gut, hier latschen die eh vorbei. Den können wir noch mitnehmen, aber so. Dann haben wir noch eine zweite Wandertour. Touristen einer pro Woche. auf jeden Fall haben wir jetzt 2. Haltestellen 4, 9. Dann will ich da mal kurz gucken. 1,8 Kilometer. Sollte reichen. Dann gucke ich jetzt mal bei einzigartigen Gebäude. Ah, hat er noch nicht gezählt. Das dauert einfach einen Moment. Aber dann müssten wir gleich frei haben, die alte Marktstraße. Ist nur eine Frage der Zeit. Läuft ja auch schnell. Dann gucke ich noch einmal kurz bei den Friedhofen. Ah, 2600. So langsam fühlt er sich. So, ist das Ding jetzt frei? Oh, die Industrie nach Frage. Komm, nun zähl schon, Junge. Kann doch nicht so lange dauern. Mit der anderen zusammen ist es definitiv mehr als 5 Kilometer. Ja, jetzt ist es auch frei. So, die atmosphärische alte Marktstraße ist gesäumt mit kleinen Läden und Boutiquen. Steigert die Steuereinnahme von nahen Gewerbegebieten um 5%. Ja, das glaube ich sofort. Aber wie bescheuert ist denn das Ding zu bauen, Alter? Und kann ich vermutlich auch nicht an einen Gehweg bauen, ne? Alter, das Ding ist aber auch groß. Das Ding geht ja... Alter, aber wieso kann ich man sowas denn nicht seitwärts bauen? Das ist doch bescheuert. Bin ich jetzt hier so mit dran? Passt auch nicht. Und hier neben ist aber auch blöd, wegen dem Einkaufszentrum. Aber das Ding ist echt... Das ist echt... Oh Mann, wo soll ich denn das Ding hinbauen? Ich meine, hier würde es passen. Hier sind auch, glaube ich, Gewerbe, oder? Ja, hier wäre Gewerbe, aber... Ah, Shoppingstraße am Flughafen. Ich wüsste aber nicht, wo ich das Ding sonst hinbauen sollte. Oh, jetzt mal dahin, weil das Ding ist ja echt so blöd lang. Also eine längliche Fußgängerstraße. Eine alte. Naja, warum nicht? Solange sie steht, wunderbar. So, die alte Marktstraße brauchten wir für den, ne? Brauchen wir die Statue... Was? Die Statue des Kolossus... Nee, Kolossalus. Achso, des Kolossalus. Mein Deutsch manchmal. Kolossalus, so. Die habe ich ja noch gar nicht gesehen, aber Statuen stehen ja meistens hier vorne. Statue der Industrie, Krankenhausplatz, Toten... Metroidenpark, gut, hier steht sie nicht. Katastrophengedenkstätte, Klimaforschung, das ist es auch nicht. Offizieller Park, Hubschrauberpark, da ist es auch nicht. Wo ist sie denn? Das war der Geschäftspark, Großbibliothek und ein Drückungsbüro. Ah, die Arbeitslosenquote haben wir schon auf 30%. Pyramide der Sicherheit, schwimmende Gärten, da ist sie auch nicht. Service-Sing-Sing-Songs-Bruder. Sphinx-Szenarien. Das ist sie auch nicht. Nee. Mehr ein Wolkenkratzer. Das ist der Regenbogenpark. Da ist sie doch. Verfügen Sie über ein Naturschutzgebiet aus Stufe 5. Tja, das wird schwierig. Wir haben zwar hier irgendwo, das hatten wir ja gebaut, da so ein kleines Mini-Naturschutzgebiet. Das ist nur aus Stufe 4. Das werden wir aber auch nie hochkriegen aus Stufe 5. Weil wir die Gebäude nicht mehr bauen können, die hier fehlen. Wir kriegen nämlich die Attraktivität nicht hoch. Dann ist das Problem. Besucher sind jede Menge da. Um die Attraktivität hochzukriegen, müssten wir... Vielleicht gibt es ja Richtlinie. Müsste ich mal gucken. Warte mal. Wollte erst mal gucken, ob es eine Richtlinie gibt dafür. Parkgebiete, Übersicht, Richtlinien da. So, unendlicher Spaß, das ist es nicht, ne? Nein. Freizeitparks, das sind für Freizeitparks. Nachttouren, nein. Feiern, jeden Abend gibt es im Park Feuerwerk. Das ist es auch nicht. Im Parkgebiet gibt es kein Feuerwerk. Hauptpark, markieren Sie den Park als Hauptattraktion der Stadt, damit er für Touristen attraktiver wird. Sind mehrere Parks mit dieser Richtlinie aktiv, sind sie für Besucher gleich attraktiv. Ah, kann man ja mal anmachen, aber ich glaube, das ist für die Hauptparks. Aber vielleicht kriegen wir eine Werbekampagne. Bewirb den Park in der ganzen Stadt, um mehr Besucher anzuziehen. Zieht 20% mehr Besucher an, kostet 200 die Woche. Vielleicht wird er dadurch attraktiver. Ich probiere es mal.
Das für den Zone, ne? Ja, steigert nicht wirklich die Attraktivität, ne? Es fehlen leider die Gebäude. Wir haben zwar die Gebäude frei, aber die passen nicht mehr. Das ist das Problem. Naturschutzgebiet. Gebaut haben wir hier nämlich sowas wie... Aussichtsturm haben wir? Gut. Diese Sachen fehlen halt. Den Campingplatz haben wir, glaube ich, auch noch. Oder ne, den haben wir schon gar nicht mehr. Ah, vielleicht kriege ich ihn hier zwischengequetscht. Die können wir gar nicht bauen, die müssen ans Wasser. Und der ist noch gar nicht frei, ne? Nö. Hier fehlt halt noch eine Jagd. Und gut, das sind so kleine... Das sieht zwar nicht, aber Hauptsache, wir kriegen ihn auf Stufe 5. So. Dann haben wir hier noch die Jagdhütte 2. Aber ich glaube nicht, dass das ausreicht. Das ist das Problem. Haben wir ihn dadurch jetzt attraktiver gekriegt? Immer noch nicht attraktiv genug. Das ist das Problem. Es war jetzt ein bisschen attraktiver geworden. Er ist jetzt bei 1684 von 2000. Ah, wir müssen das Ding auf Stufe 5 bringen. Da führt kein Weg dran vorbei. Es fehlen halt die Dinger, aber die können wir hier nicht reinbauen. Wir haben hier kein Wasser. Küste benötigt. Und ich kriege hier auch definitiv kein Wasser rein. Geht das, wenn man bestimmte Gebäude mehrmals baut? Wie zum Beispiel Aussichtsturm oder so? Ausprobieren, ne? So, ist die Attraktive dadurch gestiegen? Ah, ist sie, in der Tat. Okay, wir sind jetzt bei 1803. Das geht also. Dann vielleicht noch so einen Unterstand hier irgendwo reinquetschen. So. Reicht das schon? Was sind wir bei 1862? Es geht. Gut. Ist das noch? Unterstand 2? Ja, so voll quetschen wollte ich ihn nie, weil er viel zu klein dafür ist. Aber wir haben keine andere Wahl. Ich meine, einen zweiten Campingplatz kriegen wir hier nicht rein, definitiv nicht. Hier kann man vielleicht noch einen Zeltplatz hinquetschen. So, müsste doch schon reichen, oder? Ah, 1980, 20 Attraktivität fehlen, okay. Ah, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Irgendeine Kleinigkeit noch. Irgendwie vielleicht noch so ein Aussichtsturm irgendwo hin, hier in die Ecke. So, das müsste doch reichen, oder? Ja, da ist er aufgestiegen. Gut. Das Bourdon-Gelände haben wir jetzt. Das, was wir vorhin nicht frei hatten. Und das ist ein Steine. Die hier aber wahrscheinlich... Oder? Stelle ich sie mit rein? Nein. Ah. Nochmal. Ah, die quetsche ich da jetzt einfach mit rein. Ist zwar nicht hübsch, aber... Auf jeden Fall. Warum sind wir eigentlich gerade so weit im Minus? Wegen der Arbeitslosenquote oder was? Ah, jetzt sind wir wieder im Plus. Ich will mal kurz das gucken, wie die Arbeitslosenquote ist. Wir müssten das Gebäude frei haben. Oh, aber 30% ist schon sehr, sehr hoch. Aber ich will sie im Moment so hoch haben. Jetzt müssen wir es doch frei haben, oder? Verfügung? Ja, natürlich. Jetzt brauchen wir ein Zoogebiet aus Stufe 5. Der will mich doch veralbern. Eben war es ein Naturschutzgebiet. Jetzt will er das Zoogebiet aus Stufe 5. Zoo haben wir noch gar nicht. Zoo müssen wir jetzt mal bauen. Okay, eins nach dem anderen. Aber wir sind auch schon wieder bei 33 Minuten. Wie gesagt, wir kommen momentan nur langsam voran. Aber wir kommen voran. Vor allem die Industrienachfrage, Alter. Wir kriegen es definitiv hin. Ich gucke aber zum Abschluss noch einmal in den Friedhof. Ah, 2700, der ist sogar fast voll. Wir kommen langsam näher. Wie gesagt, und ihr könnt ja, hatte ich in der letzten Folge ja schon gesagt, in die Kommentare schreiben, ob wir die Szenarien extra machen sollen oder nicht. Würde mich interessieren, ob ihr Interesse dran hättet. Aber wir sehen uns auf jeden Fall morgen hier bei City Skylines wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssi.